Heute wird die Herrschaft um Lass mal reden ausgespielt. Let's get ready to rumble! Herzlich willkommen zur ersten Folge von Lass mal reden, The Game. Dadurch, dass ich in der letzten Folge so maßlos beschissen wurde. Ja, komm, sag 400 Sachen in 7 Sekunden und mach diesen Satz aus. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Haben wir uns überlegt, dass wir heute die Herrschaft um Lass mal reden ausspielen werden. Wir werden 5 verschiedene Spiele gegeneinander spielen und wer am Ende den kürzeren zieht, der wird bestraft. Und durch wen? Durch euch. Ihr habt nämlich die Chance, unter diesem Video zu kommentieren, womit der Verlierer bestraft werden sollte. Dadurch, dass ich mir ganz sicher bin, dass ich gewinne, haut die krassesten Sachen hier gerne rein. Unser erstes Spiel ist die Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny ist übrigens auch der Name, mit dem ich Chris im Handy eingespeichert habe. Bei der Chubby Bunny Challenge ist es so, dass wir abwechselnd jeweils ein Marshmallow in den Mund nehmen und danach Chubby Bunny sagen. Derjenige, der als erstes nicht mehr in der Lage ist, Chubby Bunny zu sagen oder alles ausspuckt oder so, hat natürlich verloren. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Der gute alte Stein. Alter, hast du gesehen, wer da drauf ist? Ernsthaft? Ah, ist ja mega. This is the voice of Germany. Am besten mit Marshmallows. Okay, ich fange an. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich ihn hinstecken muss. In den Mund vielleicht. Mann. Chubby Bunny. Gut. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ich darf nicht runterschlucken, oder? Nee. Aber es schmeckte gut. Kannst du noch ganz schön viel reden. Chubby Bunny. Ins Zahnloch rein. Weil du so ein großes Maul hast, Mann. Chubby Bunny. Oh, scheiße, Alter. Chubby Bunny! Chubby Bunny. Oh, no way! Chubby Bunny? Ja, und du bist... besser als ich. In die Nase. Chubby Bunny! Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ich bucke. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby. Ich ersticke. Nicht schlucken! Nicht schlucken! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Okay. Wir addieren übrigens die Punkte, das heißt, es steht momentan 1-0. Nicht jedes Spiel wird extra gewertet, sondern
jeder einzelne Punkt wird extra gewertet. Ja. Ach, weil du eine große Fresse hast. Spiel Nummer 2 wird heißen Lieder erraten. Beim Lieder erraten ist es jetzt so, dass jeder eine Minute Zeit hat, dem anderen ein Lied vorzusingen und derjenige, der das Lied errät, also wir geben uns wirklich Mühe beim Singen, der bekommt den Punkt. Ich nehme Andys Handy, damit ich auch sicher bin, dass er das Lied kennt, und er nimmt mein Handy. Ich glaube, alle haben es verstanden. Wenn nicht... Einfach nochmal zurückspulen. Okay, ready, los geht's. Oh, hey, hey, hey. Oh, oh, hey. Oh, easy, easy, oh shit, ist das easy. Das ist Kanye West mit Power. Ja. Wow, shit, ist das einfach. Ein Punkt. Ja, weil ich so gut singe, Alter, wie Kanye. Hammer. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ich habe ausgeglichen. Man könnte meinen, es ist schon wieder dasselbe Lied, aber... Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Da, 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 da. Oh, what, was ist es? Okay. Sing mal Text. Na 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 na. Das ist doch kein Text. Na 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 oh. Macht der na 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 na. Oh. Okay. Na 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 oh. Na na weiter weiter weiter. Es klingt wie way too serious. I'm going to did it. Na 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 na. This one thing you got to sing in. Get this one thing you got. Oh, one, one thing von Amory? Ja. Oh, shit. aber knapp. Knapp. Oh, geil. Ich bin on fire gerade. Okay, der letzte Song für mich. Los. Möp. 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 Oh, wow. Yes. Yes. Go, Andy. Advanced Tactics. Oh, fuck it. Oh, shit. Alle drei richtig. Ahnma von Beginner. Ja. Bam. So, mal sehen, ob Chris genauso gut singen kann wie ich. Es geht jetzt los und start. Dum 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 Dr. Dre, Dr. Dre, Dr. Dre und Tupac, California, California. Was, wie heißt das Lied? California Love. Und von wem ist es? Von Dr. Dre und Tupac. Oh, shit, man, nice. Nice, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, muss man sagen. Auf geht's. Vuole seguire che mette vale Picasso. Ah. Sempre sapelo come tra la vipose. Ole opelo le. Say what you say to come. Come. Ja, wie heißt es denn? Andrea Bocelli und Conte Patriro. 3 zu 3. Nächstes Lied und go. Okay, läuft. It's a rain and I know the earth sees the love you'll be in the Hermina. Hermina, when I'm in the Hermina, when I'm in the singt anscheinend eine Frau. Ich verstehe den Text nicht, deswegen. And I saw myself
You're before gonna be strong and dumb of self, better than very strong. Oh. Nee. Ja, Tears in the Rain von Jennifer. Ey, da konntest du den Text nicht? Woher denn? Ich hab das noch nie gehört. Von Jennifer war Spaß, Tears in Rain. Ja, das hätte ich aber erkannt, wenn du mal... Ich kann den Text nicht! So, 3-3. Das wird doch spannend heute. Alter Schwede. Okay, der Druck steigt. Spannend, spannend, spannend. Spiel Nummer 3 von Nummer 5 ist... Die 7 Seconds Challenge. In der 7 Second Challenge geht es darum, die vom anderen gestellte Frage in 7 Sekunden zu beantworten. Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, wer soll anfangen? Du fängst an zu raten. Du hast jetzt 7 Sekunden Zeit, mir 4 Anmachsprüche zu sagen. Und los geht's. Glaubst du dann lieber auf den ersten Blick oder soll ich nochmal vorbeilaufen? Hey, du bist aber eine geile Sau, wollen wir ficken? Bock drauf. In den nächsten 7 Sekunden hast du Zeit, mir 5 Sendungen zu sagen, die auf Pro7 laufen. Und los geht's. Schlag den Star, Tough, Big Bang Theory, Simpsons, How I Met Your Mother. Woo! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. In den nächsten 7 Sekunden hast du Zeit, mir 3 Programme von einer Waschmaschine zu sagen. Und los geht's. Sport, 40 Grad, 60 Grad. Ja! In den nächsten 7 Sekunden darfst du mir 3 Aggregatzustände von Wasser sagen. Los geht's. Flüssig, gasförmig, Eis. Gut, also Alter, fest. Ich dachte abgemeldet. Hast du gedacht mit Chemie, ne? Aber das krieg ich noch hin, also eisfest, ja. Gut. Flüssig, gasförmig, fest. Bam! In den nächsten 7 Sekunden darfst du mir eine binomische Formel nennen. F von x ist gleich f Quadrat. Ist das eine binomische Formel? Ja, ist eine binomische Formel. Ist es wirklich? Nein. Das ist binomische Dörfer. Ich werde beschissen bei diesen Spielen. Und ihr seid dabei. Oh. Aber egal, momentan steht 7-3 für mich. Deine nächsten 5 Fragen kommen jetzt. Du hast 7 Sekunden Zeit, einen echten Song zu rappen. Hallo Thomas, hallo, alles klar, klar, es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar und ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Zählt. Okay, stark, danke, danke, stark, danke, stark, danke, danke, sehr gut, danke, zählt. Danke. Du hast 7 Sekunden Zeit, 5 Serien zu nennen, die du gesuchtet hast. House of Cards, Game of Thrones, Prison Break, Breaking Bad, Scrubs. Ah, ich hab die 7. Oh. Ne? House of Cards, Prison Break, Breaking Bad, Scrubs? Game of Thrones, habe ich noch gesagt. Okay, lass mal zählen. Lass mal zählen. Generös der! Ja. Generös! Hätte ja, ich nicht ist gedacht. Er. Ist, er. Nicht gedacht. Ist er. Du hast 7 Sekunden Zeit, 4 ehemalige Batman-Darsteller zu nennen. Adam West, Michael Keaton, Christian Bale, George Clooney. Frag mal, ich stelle zu einfache Fragen, ey. Ich stelle zu einfache Fragen. Wie heißt denn der? Ben Affleck. Ich stelle zu einfache Fragen. Also wenn wir richtig gezählt haben, steht es jetzt 7-6. Die nächste Frage bereit? Ja. Du hast 7 Sekunden Zeit, deinen vollen Vornamen rückwärts zu buchstabieren. Das sind ja 1000 Buchstaben. Mann. Ja, come on. Du hast nicht mal das S genommen. Nicht mal das Andreas S. I-D-N-A. Nee, Andi, deswegen habe ich extra gesagt, vollständigen Vornamen. Oh, scheiße. Puh, gute Frage, Herr Kohn. Ja. Für die nächste Frage sollten wir mit dem Stuhl ein bisschen nach hinten rücken. Ach, echt? Du hast 7 Sekunden Zeit, mit deinem Fuß deine Stirn zu berühren. Oh Gott. Nach vorne gebeugt, okay. Ja, wieso wolltest du das? Ja, ja, ist gut, ja. Okay, 7-7 nach 3 Spielen. Ja. Wenn ihr die letzten 2 Spiele sehen wollt, wo unter anderem auch die Whisper Challenge dabei ist, hinterlasst auf diesem Video einen Daumen, abonniert uns und klickt definitiv auf das zweite Video. Wir sehen uns gleich wieder.